dreimal 5 Minuten. Und wir sehen den nächsten Profi-MMA-Kampf, Loic Pinto gegen Teixeira José. Bis 68 Kilo, 3x5 Minuten. Und man sieht auch hier, das Casino in Luzern füllt sich so langsam. Und wir freuen uns auf eine gute Stimmung. Loic Pinto aus Frankreich. Generell hier in Luzern viele Kämpfer aus anliegenden Ländern Europas wie Frankreich, Luxemburg, Belgien. Ein Portugiese ist auch dabei. Und hier geht es schon direkt gleich gut zur Sache in der ersten Runde. Und das macht Pinto hier ganz gut. Teixeira versucht hier mit einem Knie zum Kopf zu arbeiten, aber schafft es nicht. Für die erste Runde eine sehr aktive Runde. Pinto setzt hier gute Knietreffer, Teixeira zum Boden. Aber Teixeira hält gut Stand und schafft es mit den Grifftechniken, Pinto so zu fixieren, dass er ihn nicht trifft. Beide Kämpfer weiterhin am Boden und beide versuchen eine Position zu finden, in der sie den anderen Gegner treffen können, und Teixeira schafft es hier, sich zu lösen. Und hat ihm den Ellbogen blockiert. Pinto hatte doch zu Beginn die Kontrolle des Kampfes, aber Teixeira hat es hier schön geschafft, den Ellbogen zu blockieren, und die Urteilsverkündung. Und der Kommentator hier sich erstmal vertan, aber doch noch gerettet. Der Gewinner ist natürlich Teixeira José, und wir gratulieren ihm herzlich.
Hallo, meine Damen und Herren, nochmal.